Heute machen wir einen Birnen-Aprikosen-Strudel. Für unseren Birnen-Aprikosen-Strudel brauchen wir für den Teig Mehl, Öl, Salz, Wasser und ein Ei. Wer jetzt kein Ei zur Hand hat oder eben das Ganze eben vegan machen will, der kann das Ei auch weglassen, es wird genauso. Für die Füllung werde ich Birnen verwenden. Ich habe hier eine relativ feste Birne noch. Getrocknete Aprikosen. Und zwar getrocknet aus dem einfachen Grund, weil die nehmen den Saft, der da beim Backen entsteht, weil Birne gibt relativ viel Saft, nehmen die noch zum Teil auf. Des Weiteren ein bisschen Paniermehl, auch um den Saft aufzunehmen. Zucker. Und als Gewürz setze ich hier abgeriebene Zitronenschale und Vanille zu. Was ich noch nicht bei habe, ist ein Stück Butter. In dem Teig werden wir keinerlei Aromen verwenden, weil wenn ich da jetzt frische abgeriebene Zitrone reinmache, würde er beim Ausrollen nachher reißen, weil er extrem dünn ist. Kommen wir jetzt zur Teigherstellung. Ich habe jetzt hier mein Mehl, mein Öl, ist noch alles drin geblieben, habe ich Glück gehabt. Mein Salz. Salz dient jetzt nicht nur des Geschmacks wegen, sondern es festigt auch das Klebereiweiß, was beim Apfelstrudelteig sehr wichtig ist, weil der extrem dünn ausgezogen wird. Mein Ei. Ei schlägt man normalerweise nicht so in ein abgewogenes Rezept, weil wenn man jetzt mal eins hat, was nicht ganz mehr so gut ist, also sprich ein faules Ei, wäre das alles versaut, was da drin ist. Also ist das jetzt ein negatives Beispiel. So, jetzt lasse ich das laufen und gebe mein Wasser nach und nach zu. Wasser ist lauwarm. Die Wassermenge, die ihr im Rezept nachher seht, ist eine Circa-Angabe. Es kann bei euch durchaus mehr sein oder weniger sein, kommt immer auf die Qualität des Mehls an. Weil Mehl ist nicht jedes Jahr gleich, also passt auf bei der Wasserzugabe. So, wenn sich da jetzt ein Teig draus gebildet hat, guckt ihr euch den an. Er soll nicht zu weich und nicht zu fest sein. Es ist jetzt noch nicht geknetet, er ist jetzt nur zusammengemixt. Weil wenn ihr ihn jetzt auseinanderziehen würdet, seht ihr, er reißt sofort. Jetzt lassen wir diesen Teig gut durchkneten. Ruhig so 7-8 Minuten, je nach Maschinentyp. Wenn man so einen Handrührer hat, dann wird es länger dauern. In der Maschine sollten 7 Minuten reichen. Eine spätere Zugabe jetzt von Wasser bzw. vom Mehl, weil er euch zu weich ist oder zu fest, führt in der Regel zu einem schlechten Backergebnis. Also seht zu, dass er möglichst gleich eine vernünftige Konsistenz hat und fangt dann erst diese 7 Minuten an zu kneten. So, mein Teig ist jetzt 7 Minuten gelaufen. Jetzt können wir uns hier nochmal angucken. Ihr seht, er ist jetzt wesentlich elastischer. Man kann ihn jetzt besser auseinanderziehen. Aber auch das wird noch verstärkt, indem wir ihn jetzt einfach zu einer Kugel zusammenstoßen und ihn jetzt nochmal so eine gute Stunde einfach liegen lassen. Damit er sich abborgt, packe ich ihn jetzt hier einfach in eine Plastiktüte rein. Er muss nicht unbedingt kühl stehen, also ihr könnt ihn ruhig bei Raumtemperatur einfach liegen lassen. In der Zeit, wo der Teig jetzt ruht und sich entspannt, werden wir die Füllung herstellen. Dazu werde ich meine Aprikosen in feine Streifen schneiden. Das gleiche mache ich jetzt mit den Birnen. Die werde ich jetzt nicht in Streifen schneiden, sondern nachdem ich das Kerngehäuse entfernt habe, mit so einem Kerngehäuseausstecher, werde ich sie in Würfel schneiden. Würfel ungefähr so ein bisschen kleiner, also Hälfte von einem Zuckerwürfel. Ob man die jetzt wie hier
mit Schale lässt oder ob man die vorher schält, bleibt einem selbst überlassen. Ich finde es von der Farbe her interessanter, wenn die Schale dran ist. Dann habe ich jetzt hier meine Butter in die Pfanne gegeben. Die löse ich jetzt auf und gebe mein Semmelmehl dazu und röste das alles so ein bisschen an, bis es braun ist. Das mache ich aus dem einfachen Grund, weil wenn man das nur jetzt so reinschütten würde, würde es zwar den Sinn auch erfüllen, aber dieses Anrösten gibt nochmal so einen leicht nussigen Geschmack. So leicht anrösten, goldbraun, nicht zu dunkel, weil dann verkehrt sich der nussige Geschmack ins Bittere um. Der nächste Schritt ist, ich gebe alle meine jetzt Zutaten, die ich jetzt noch habe, in eine große Schüssel. Das waren jetzt hier die angerösteten Semmelbrösel, mein Zucker. Jetzt kommen meine Gewürze, Vanille. Habe ich hier in so einer Vanillemühle, also in normalen Pfeffermühle, da sind getrocknete Vanilleschoten drin. Wie man sowas trocknet und herstellt, werde ich euch noch gerne unter dem Rezept verlinken. Dann kommt meine abgeriebene Zitronenschale rein, entweder frisch oder aus so einem Briefchen. Ich verwende gerne diese Briefchen, weil ich immer nicht weiß, was ich mit den Zitronen machen soll. Dann könnte man jetzt Zimt reinnehmen. Zimt würde aber die Birnen-Aprikosenmasse sehr, sehr dunkel färben. Deswegen habe ich hier so ein Zimtöl, relativ teuer, auch zu beziehen über Amazon. Da reichen 3-4 Tropfen, um es einen leichten Zimtgeschmack zu geben. Dann meine Birnen, meine Aprikosen. Dann gebe ich auch hier ruhig noch ein wenig Salz zu, weil überall, wo Zucker drin ist, sollte auch Salz mit rein. Und werde dieses jetzt mit der Hand, oder man kann natürlich auch so einen Küchenlöffel nehmen, mit der Hand macht sich immer am besten, vermengen und lasse es noch ein paar Minuten stehen, weil der Zucker wird jetzt schon anfangen, aus den Birnen Saft zu ziehen, die aber auch dann gleich von der Aprikose, von der getrockneten bzw. auch von dem Semmelmehl aufgenommen wird. So, der Teig hat jetzt eine gute Stunde geruht, sollte reichen. Wenn er bei euch länger ruht, ist auch nicht schlimm. Jetzt werden wir ihn zuerst ausrollen und dann noch ein bisschen ausziehen. So, bei mir wissen Stadeln kommt man mit Rollen nicht mehr weiter. Dann nehmen wir einfach den Teig und ziehen ihn mehr oder weniger über den Handrücken immer weiter auseinander. Den könnt ihr rein theoretisch so dünn ziehen, dass man nachher durchgucken kann, also eine Zeitung durchlesen. Jetzt habe ich hier meine Birnen-Aprikosenmasse. Die verteile ich jetzt hier drauf. Lasse mir am oberen Rand ein bisschen was frei und streiche das oben ein bisschen mit Wasser an. Das hat den Sinn, dass der, wenn man ihn zusammengerollt hat, den Strudel, dass er oben ein bisschen klebt. Das gleiche mache ich an der Seite, wo ich auch ein bisschen mit Wasser anstreiche. Und jetzt fange ich an, den Strudel von dieser Seite aufzurollen. Ich nehme jetzt hier einfach so eine Tortenplatte und mache mir so einen kleinen Anfang. Und da komme ich wunderbar runter. Man kann auch ein Messer nehmen. Dann habe ich jetzt hier mein Backblech, wo ich so eine Silikonmatte drauflege. Und lege den Strudel, entweder
entweder so oder so, je nachdem wie er hinpasst, vorsichtig aufs Blech. Und kneife die Ecken hier jetzt, die Enden jetzt so ein bisschen zusammen, dass da keine Füllung rausläuft. Als nächstes pinsel ich meinen Sprudel oben so ein bisschen mit Speiseöl oder Butter. Ich habe jetzt hier Speiseöl genommen. Ein, dann wird er nicht ganz so hart außen und bleibt auch beim Backen jetzt so ein bisschen elastisch. So, der nächste Schritt wäre, ich habe jetzt hier meinen Ofen vorgeheizt auf 180, 190 Grad, Oberhitze, Unterhitze. So, nach einer Stunde Backzeit sollte er jetzt also durchgebacken sein. Sieht das schon gut aus. Und so warm wie er jetzt ist, habe ich mir jetzt hier ein bisschen Butter aufgelöst und werde ihn schön mit Butter einstreichen. Das hat den Vorteil oder den Sinn, dass die obere Backschicht, die jetzt relativ hart ist, wieder weich wird und man nachher besser schneiden kann. Außerdem ist es natürlich auch geschmacklich wesentlich interessanter. Ruhig einziehen lassen und dann nochmal rüber gehen. So, mein Strudel ist jetzt mittlerweile halbwegs abgekühlt. Das werden wir mal anschneiden. So, durchgebacken ist er. Hier seht ihr jetzt den fertigen Birnen-Aprikosen-Strudel. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch irgendwie Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll, hinterlasst doch bitte in den Kommentaren euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr!